So, da geht's wieder zurück. Final Fantasy 13, Lightning Returns, Zeugs. Wieder eine Mission angenommen. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wo ich das Gisalin herbekomme. So. Wir müssen hier sowieso noch ein bisschen rumlaufen. Aber das Gisalin könnte sein, dass wir das hier vor dem Wald bekommen, bei dem einen Jäger. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber möglich ist alles, oder ist es zumindest. Was kommt denn da angeflattert? Naja, komm. Tu nicht so, als ob. So, hier war doch irgendwo ein Jägertypi. Der hatte auch irgendwas Tolles gemacht. Was ist denn hier mit diesem Händler? Wurde aktualisiert. Nichts Besonderes. War da noch ein Stück weiter hier? Wo war denn der? Hier gab es noch irgendwo einen Jäger. Für den haben wir auch eine Aufgabe erledigt. Kommt schon, verzieht euch. Mega uncool. Na gut, dann probiere ich es hinten noch mal in der Siedlung. Die Schokobäuche lasse ich da einfach links liegen. Ich habe sie gesehen, ich ignoriere sie jetzt einfach mal. Ah, kann es sein, dass der nach Jagd zurückgegangen ist? Andererseits kann natürlich sein, dass der hier sich einfach nur versteckt. Ach, egal. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu Dr. Gieser. Und guck mal, was der so noch zu sagen hat. Ja, genau. Steh mir im Weg rum, du Scheißding. Ansonsten mache ich es nämlich richtig kacke. Und werde einfach. Doctor. Seeing how famously you two get along, I'd say it was worth it. Ganz toll. Ich brauche diese Gisalin. Was mit dir? He said I've got nothing more to learn. He still calls me Seven, though. That hasn't changed. Not that it matters. The best vet in the world says I'm a qualified veterinarian. Oh, nix. Was ist mit Claudia? Dr. Gazal is getting over the tragedy. Oh, nix Besonderes. Ich kann noch nichts anpflanzen. Alles doof hier. Alles richtig doof hier. Was machen wir denn jetzt hier die ganze Zeit? Ich glaube, ich hab's. Ich teleportiere mich jetzt einfach in die Klagedünen. Und zwar zum Bahnhof. Da gibt es dann auch nochmal eine Wunschtafel. Gucken wir, ob es da nochmal irgendwelche Aufgaben gibt, so ganz zufällig.
So, hier steht sie. Bla 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 bla. Oh, hier gibt es tatsächlich noch zwei. So, Goblot-Fell-Knoll. Topfsplitter nehmen wir an. Achso, das haben wir gerade angenommen. Zu den Waffen. Da fehlt mir noch eine Kaktorpuppe. Ansonsten haben wir es. Ich weiß auch, glaube ich, noch, wo ich die Kaktorpuppen herbekomme. Monsterharz. Wüsten. Ja, ich wollte gerade sagen. Egal, nehme ich einfach mal an. Wüstensnack. Ah. Da fehlen mir noch ein paar Eidechsenschwänzchen. Alles klar. Und Kopf an Kopf. Totenköpfe. Gut. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich werde mich hier dann weiter drum kümmern. Macht mehr Spaß, glaube ich. So, dann gehen wir mal hier oben hin. Getrocknete Flutlande, Tafelschrein. Tafelschrein, getrocknete Flutlande. Da gab es eine Kaktorhorde, bin ich der Meinung. Und zwar da, wo wir eine Mission aufgenommen haben mit den letzten. So, gehen wir mal gucken. Da hinten bei dem Turm hatte ich nämlich, glaube ich, Kaktors gesehen. Ach, ihr seid eigentlich voll... Ey! Eigentlich voll hässlich. Widersteht Blitz. Mal gucken. Ja, das kloppt drin. So. Mal wild drauf. Muss passen. So, dann können wir auch gleichzeitig hier noch ein paar Eidechsen klatschen. Guckt man hier nicht so doof. So. Na, das ging doch schon ein bisschen besser. So, will ich denn jetzt lang hier? Genau. Da lang. Moment mal. Ah, doch. War schon richtig. Der Weg da oben lang. Ich mag euch nicht. Ihr seid dick und hässlich. Oh Mann. So. Mann, 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 wenn ihr mir hier schon so auf den Keks geht. So, dann sollt ihr natürlich jetzt richtig dran glauben. Hey. Machen der hier, was zieht denn der hier Lebenspunkte ab? Das kann ich nicht tolerieren. Reißzahn. Ganz toll. So, hier gab es auch den kleinen Purzelkaktor. Und hier gab es ziemlich viele, genau, Eidechsen auch. Das Ganze nochmal ein bisschen cooler macht. Unbewertete Objekte. Ihr hattet mir einen Tipp gegeben, was ich mit den Dingern machen kann. Hat sich sogar schon fast gelohnt, hier nochmal hinzukommen. Genau, die Aufgabe haben wir schon. So, das müsste eigentlich eine Vierer. Auch super. Die können wir jetzt nämlich öffnen. Silberspange. Das letzte Mal rannte hier ein Kaktor rum.
Ach, ernsthaft. Nö, ich habe keinen Bock auf die. Dass die auch immer um 16 Uhr auflaufen müssen, diese Drecksdinger. Aber das sind keine Kaktus. Mann. Dafür liegt ein Gegenstand. Unbewertetes Objekt. Toll. Ganz toll. Ich bin hier kurz davor zu sagen, wisst ihr was? Ich gehe einfach für 20 Stunden schlafen oder so. Einfach um dem Spiel ein Ende zu bereiten. Ich weiß zwar nicht, ob sich das schon bisher lohnt. Ich könnte ja eben noch mal ganz kurz hier... mal eben kurz Wunschtafeln gucken. Na, drei Eidechsen-Schwänzchen fehlen mir da noch. Da ist ja eine Kiste drin hier. Hopp. Können wir ja nicht einfach... Toll. Ganz toll. Afrokaktor-Aufzeichnung. Na, das ist ja echt spitze, dass die jetzt mit dieser Aufzeichnung hier rankommen. Mann, echt. Ach nö, Anubis. Der ist mal gut langsam. So, da ist die Kaktusstatue. Dann verziehe ich mich jetzt mal in den Tempel und hole da nochmal... Schau mal, dass ich da Tontöpfe und so weiter herbekomme. Mal schauen. So, jetzt bin ich hier. Ja, das passt hier schon. Ah, nee, hier kommen hier wieder diese Felix-Katzen-Viechers. Ja, ich höre sie schon. Keine Ahnung wo, aber ich habe sie schon gehört. Da ist doch sowas. Oh, bitte. Doof kann man sein. So. Zack, zack, zack. Gemach fehlt da noch. Und Ero. Bam. Zack. Und gute Nacht. Naja, not a bad victory. Also ich habe auch schon bessere Siege gesehen. Genau, wir klettern hier nochmal hoch. Ich suche eigentlich gerade nur Statuen zum Kaputtklopfen. Mehr will ich hier gar nicht. Was war da denn gerade? Ach, ansprechen. Hey, Moment mal. Hier oben war ich. Ja, sehr schön. Hat sich auch nochmal gelohnt, hier vorbeizukommen. Schwalbenkamm. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Nee. Nichts, wo ich ein bisschen destruktiv sein kann.
Also ein bisschen will mich dieses Spiel hier schon gerade auf die Schippe nehmen. Aber nur so ein ganz klein bisschen. Mann. Nee, komm. Ist okay, du hässliche Katze. Ach ja, genau, hier komme ich so nicht lang. Ätzend. Ätzend. Ich mag's nicht mehr. Hier rumzulaufen. Also nicht mal ein Stückchen. Na egal. Erstmal ein Cut. Bis zur nächsten Folge.